Geheimnis des Glaubens. Im Tod ist das Leben. Dieser Liedruf führt uns zum Kern unseres Glaubens. Wir nehmen unseren Gottesdienst, den wir gestern Abend begonnen haben, wieder auf. Wir setzen das eine große Fest fort, das mit der Feier des letzten Abendmahles beginnt und das erst morgen mit der Osternacht seinen Abschluss und Höhepunkt findet, das Fest unserer Erlösung. Wir feiern nicht nur den Tod und die Auferstehung Jesu, sondern wir versuchen auch, mit all unseren Sinnen dem Geheimnis unserer Rettung auf die Spur zu kommen. Wir wollen hören, sehen, spüren und erleben, dass auch wir vom Tod zum Leben befreit sind, dass auch wir aus der Dunkelheit ins Licht geführt werden. Wer diesen Gottesdienst mitfeiert, kann erfahren, was Christsein bedeutet. Heute erfahren wir zunächst, Christsein heißt daran glauben, dass Jesu Weg ans Holz des Kreuzes kein Holzweg war. Das Lied vom leidenden Gottesknecht, das im Buch des Propheten Jesaja steht, möchte verdeutlichen, stellvertretendes Leiden ist nicht sinnlos, sondern die einzige Möglichkeit, den Kreislauf des Bösen zu durchbrechen. In der Leidensgeschichte nach Johannes wird deutlich, dass nur die Ohnmacht der Liebe die Macht hat, uns zu retten. Zu Beginn wollen wir beten. Unfassbarer Gott, wir sind hier vor dir, um die Todesstunde deines Sohnes zu begehen. Vor uns wird das Kreuz aufgerichtet, Zeichen von Leid und Schmach. Wir bringen dir in dieser Stunde alles, was in unserem Leben durchkreuzt ist. Wir bringen dir alles, was in unserer Welt von Kreuz und Leid erzählt. Heute wollen wir es anschauen, hier vor dir. Und wir wollen auf deinen Sohn Jesus schauen, der das Kreuz zutiefst angenommen hat. Durch sein Leiden wird unser Leid erträglich. Durch seinen Tod wird unser Tod gewandelt. Lass uns in dieser Stunde etwas begreifen von dieser Gnade. Darum bitten wir dich, der du lebst und liebst in alle Ewigkeit. Amen. Setzen wir uns zur Lesung. Lesung aus dem Buch Jesaja. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So wird er viele Nationen entsühnen, Könige schließen vor ihm ihren Mund, denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt,
sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, was er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahin gerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und während der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund lag. Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis, und mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen, und mit Mächtigen teilt er seine Beute. Weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Wort des lebendigen Gottes. Oh.
Wir hören nun die Passion nach dem Johannesevangelium. Sie dürfen dabei sitzen bleiben. Und wenn es nachher heißt, Jesus stirbt am Kreuz, lade ich Sie ein, zu einer kurzen Gebetsstille aufzustehen. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten. In den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. Jesus antwortete: So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steckt das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn hinaus zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Jesus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagte: Ich bin es nicht. Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt.
wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, sie wissen, was ich geredet habe. Als er dies sagte, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte: Antwortest du so einem Hohepriester? Jesus entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Da schickt ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm: Bist du nicht auch einer von diesen Jüngern? Er leugnete und sagte: Ich bin es nicht. Einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert wurde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, damit ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Paschafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus
und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, der Mensch. Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden entgegnete ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen, und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Litostrotos, auf Hebräisch Gabbata, heißt. Es war Rüsttag des Pascha-Festes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Seht, euer König. Sie aber schrien: Hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Oh.
Sie übernahmen Jesus und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus. Für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht, von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, was nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ganz ergangen, lässt das Sand tot.
Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbindeln, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Thank you.
liebe Schwestern und Brüder, da, wo in der Bibel die Passionserzählung endet, hat die Legende sie weitererzählt. Nach der Kreuzigung, so die Erzählung, wird der Leichnam Jesu seiner Mutter Maria in die Arme gelegt. Diese Überlieferung bildet seit dem 14. Jahrhundert die Grundlage für eine der eindrucksvollsten Mariendarstellungen, der Pietà der Schmerzensmutter. Wir finden diese Darstellung auch hier in der St. Galluskirche, in der Mitte der Kirche unter dem Kreuz. Die Tradition legt Maria die Worte aus den Klageliedern in den Mund. Alle, die hier vorübergehen, haltet ein und bedenkt, ob ein Schmerz so groß ist wie mein Schmerz. Einhalten und nachdenken. Das ist die Botschaft dieses Bildes an jeden, der vorübergeht. Hin und wieder wird Maria tatsächlich so dargestellt, dass sie den Betrachter anschaut, so als wollte sie ihn fragen: Wenn du die Antwort weißt, warum mir so viel Leid widerfahren muss, dann sag sie mir. Dann sag mir bitte das, was mich verstehen, begreifen lässt. Dann hilf mir in meinem Schmerz, nicht irre zu werden. Liebe Schwestern und Brüder, beim Anblick der Pietà fallen mir Bilder ein. Sieht man diese Bilder abends in den Nachrichtensendungen, ist man jedes Mal schockiert, nachdenklich und sprachlos. Und spätestens beim Wetterbericht ist man wieder ganz in seiner ganz kleinen, heilen Welt. Denn solche Bilder stehen im Widerspruch seiner Zeit, die zwar bis ins Kleinste den Tod als eines der letzten Geheimnisse des Menschen durchdenkt und durchleuchtet, doch um das Thema Tod einen möglichst großen Bogen macht, so als könnte man sich damit vor dem Tod schützen. Vergessen, ein zweiter Tod, sagt Siegfried Lenz, und er meint damit unsere Zeit, in der mal wohl an die Namen der Täter, aber nicht der Opfer erinnert. Vergessen, ein zweiter Tod. Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche spricht von Maria als Urbild der Kirche. Das ist sie gerade auch in der Gestalt der Pietà. Ein Hinweis auch für uns als Gemeinde. Wie Maria sollen auch wir uns, den gekreuzigten Jesus, in die Arme legen lassen. Und mit ihm alle, für die er stellvertretend steht. Die unzähligen Opfer menschlicher Gewalt, aber auch, was so leicht ausgeblendet wird, die unzähligen Opfer menschlicher Gedankenlosigkeit, aber auch die tausenden Tote der Corona-Pandemie. Da, wo die Toten schnell vergessen werden, bleiben wir es ihnen schuldig, sie in den Armen der Erinnerung zu halten, um sie vor der letzten Entwürdigung dem Vergessen zu bewahren. So ist der Karfreitag mit seinen Liedern, der langen Passionsgeschichte und vor allem mit der Verehrung des Kreuzes ein Tag gegen das Vergessen des Todes. Liebe Schwestern und Brüder, das Bild der Pietà trägt in sich noch eine weitere Botschaft. Der tote Jesus in Armen Marias. Das ist das erschütternde Ende einer spannungsvollen, vielschichtigen Geschichte, die Maria mit Jesus verbindet. Eine Geschichte, die geprägt ist von dieser verletzlichen, schmerzhaften, nicht selten auch verletzenden Liebe, die zwischen Eltern und Kindern, zwischen Müttern und Söhnen steht. Werner Bergengrün sagt hier einmal: Wir zeugen Kinder, nicht um geliebt zu werden, sondern um zu lieben.
Fast möchte man sagen, um lebenslang an einer unerwiderten Liebe zu kranken. Maria hätte wohl alles getan, um ihren Sohn das Leiden zu ersparen. Doch wie viele andere Mütter hat auch sie gelernt, dass Liebe nicht festhalten darf und festhalten kann. Liebe ist immer gebunden an die Freiheit, die ich dem anderen zugestehe. Und sie kann oft nur mit ansehen, wie der andere Wege geht, die man manchmal kaum nachvollziehen kann. Am Ende hält Maria ihren Sohn so, wie sie ihn gehalten hat, als er ein kleines Kind war. Sinnbild für eine Liebe, die nur ehrlich ist, wenn sie weiß, dass sie mit einer Erwiderung nicht immer rechnen kann. Liebe Schwestern und Brüder, genau diese Spannung spricht aus der Pietà. Die Spannung einer Liebe, die machtlos und mächtig zugleich ist. Der Tod eines geliebten Menschen bedeutet ja, dass der Tod eine unüberwindbare Kluft aufgerissen hat, dass man nichts mehr anderes tun kann, als diesen Menschen loszulassen. Doch bevor Maria den Leichnam Jesu in das Grab loslässt, hält sie noch einmal in ihren Armen. Ausdruck ihrer Liebe, die alles versucht, diese Kluft zwischen Tod und Leben zu überwinden. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, wird die Liebe sogar stärker sein als der Tod. Vielleicht kann die Liebe den Tod sogar besiegen. Ganz leise spricht diese Hoffnung aus dem Bild der Pietà, sehnsuchtsvoll und noch unbestimmt. Gott selber, der die Liebe ist, er wird der sein, der diese Sehnsucht, der dieser Sehnsucht Erfüllung und Leben schenken kann und schenken wird. Amen. Wer diesen Gottesdienst mitfeiert, kann erfahren, was Christsein bedeutet. Es bedeutet auch, daran Anstoß nehmen, dass Jesus heute noch mit vielen Schwestern und Brüdern gekreuzigt wird. Wir wollen die Augen nicht verschließen vor dem Kreuz Jesu und vor den Kreuzen, an denen er mit uns und für uns leidet. Deshalb tragen wir jetzt ein Kreuz durch die Kirche vor den Altarraum und hüllen es langsam mit der dreimaligen Aufforderung: Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen. Wir wollen uns nicht heraushalten aus dem Leid, das um uns herum geschieht. Wir wollen uns das Leid Jesu und die Not unserer Mitmenschen unter die Haut gehen lassen. Deshalb gehen wir nachher alle ganz nahe ans Kreuz heran und setzen uns den Blick des Gekreuzigten aus. Wir laden Sie nachher ein zur Kreuzverehrung, dass Sie nach vorne kommen wie beim Kommuniongang.
Noch ein dritter Gesichtspunkt unseres Christseins wird am Karfreitag deutlich. Christsein bedeutet auch, davon überzeugt sein, dass Beten im wahrsten Sinn des Wortes notwendig ist, Not wenden kann. Je näher wir ans Kreuz herangehen, je genauer wir hinschauen, wie Menschen heute leiden und ihr Kreuz tragen müssen, je mehr wir Anstoß nehmen an den Leidensgeschichten, die wir miterleben, desto weniger können wir die Hände in den Schoß legen. Desto stärker wird der Wunsch, dass sich etwas ändert, dass Leiden beendet wird. Da wir Menschen aber nicht alles Leid aus der Welt schaffen können, möchten wir Gott bestürmen, dass er hilft. Zu den großen Fürbitten erheben wir uns. Jahr für Jahr feiern wir Karfreitag, den Tag, an dem wir die Stimme erheben, eine Gemeinschaft der Bittenden werden. Stellvertretend für alle, die Nahen und Fernen, die Hohen und Niedrigen, die Hoffenden und Enttäuschten, die Gleichgültigen und die Glaubenden, die Lebenden und die Toten. Tragen wir in den großen Fürbitten die Anliegen unserer Zeit vor Gott. Lasst uns beten für unsere Welt, die nach Erlösung schreit, für die leidende und geschundene Menschheit, für die Opfer von Krieg und Gewalt, für alle, die unter menschenverachtendem Terror zu leiden haben. Herr, nimm hinweg aus unseren Herzen und aus unserer Mitte alle Gewalt. Hilf uns, Frieden zu schaffen ohne Waffen. Gib den Bemühungen um weitere Abrüstung Erfolg. Lösche aus den Hass der Menschen, Rassen und Völker gegeneinander. Überwinde die Spannung zwischen Nord und Süd, zwischen Einheimischen und Ausländern. Vernichte den Krieg für immer. Lass Friede und Freundschaft sein für alle Menschen. Durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten für die sogenannte dritte und vierte Welt. Für alle Menschen, die immer noch in Hunger, Ausbeutung und Elend leben. Für alle, die hoffnungslos erkrankt sind und leiden müssen, für alle, die um einen Menschen trauern, für alle, die leben müssen ohne Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Herr, mache uns fähig, miteinander zu teilen, die Zeit, das Interesse,
das Leben, um so solidarisch in der einen Welt zueinander zu stehen. Gib, dass wir auf Heil und Heilung bedacht sind und dass wir fähig werden, das Kranksein zu ertragen. Und wenn du uns auferlegt hast zu sterben, lass uns im Vertrauen auf unsere Zukunft bei dir leben, durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten für unsere Erde, die immer noch ausgebeutet wird, für die Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat, für die Geschenke der Natur, für Licht, Luft, Boden und Wasser, für alle Lebewesen unserer Erde, dass sie ihre Früchte genießen und nach Gottes Plan leben können. Herr, unser Gott, unter dem Zeichen des Regenbogens hast du einst versprochen, dass du unsere Erde erhalten willst. Lass nicht zu, dass wir sie aus Gewinnsucht, Eigennutz oder Unachtsamkeit zerstören. Gib uns die Bereitschaft, mehr als bisher für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einzutreten, damit wir der kommenden Generation eine bewohnbare, menschliche Welt hinterlassen. Durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten für unsere Stadt, in der wir leben und arbeiten. Für alle, die Verantwortung tragen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Für Arbeitende und Arbeitslose, für Gastarbeiter, Aussiedler und Asylbewerber, besonders aber für jene, die sich verloren vorkommen in unserer Mitte oder ausgestoßen sind aus unserer Gesellschaft. Herr, du willst eine Stadt, die bewohnbar ist und menschenfreundlich, wie ein kleines Zeichen für die heilige Stadt Jerusalem, das uns erwartet. Öffne uns Augen, Herz und Hände, damit durch uns unter denen, die unter Not leiden, etwas von der Liebe Christi sichtbar werde. In unserer Stadt, unserem Landkreis und in unserer Kirchengemeinde, durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten für alle, die über Menschen eine besondere Macht und Verantwortung haben, für unseren Papst Franziskus, für die Patriarchen von Konstantinopel und Jerusalem, für die protestantische Kirchenführung, für unsere Bischöfe, vor allem für unseren Bischof Gebhard, für die Staatsmänner und Frauen, für unsere Bundeskanzlerin und unseren Ministerpräsidenten. Heiliger
Herr unser Gott, in deiner Hand sind wir Menschen alle, in dir ruht das Recht aller Völker. Schaue auf die, die uns regieren, und lass sie wahre Menschen unter den Menschen sein. Lass nicht zu, dass Bestechlichkeit und Korruption das öffentliche Klima verderben, die Politikverdrossenheit fördern und das Zusammenleben in der Demokratie zerstören. Gib, dass wir dort aufrecht Widerstand leisten, wo Unrecht geschieht und Menschen und Christenrechte verletzt werden. Lass unser Volk weiter zusammenwachsen. Lösche Missgunst und Neid und mache uns offen füreinander. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten für das jüdische Volk, zu dem Gott, der Herr, zuerst gesprochen hat und das er zu seinem Volk gemacht hat. Besonders auch für die Palästinenser, die nach Heimat und einem friedlichen Zusammenleben suchen. Für alle, denen Unrecht geschieht, angeblich im Namen Gottes. Herr, unser Gott, du hast Abraham und seinen Kindern die Verheißung gegeben. Gib, dass dieses Volk nach so viel Leid nicht selber hart und ungerecht werde. Lass den Friedensprozess vorankommen, damit das heilige Land zur Fülle der Erlösung gelange. Durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in dieser Zeit schwer erkrankt sind. Für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen. Für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern. Für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen. Und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. Herr, unser Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke. Viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. Die Verstorbenen erben auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten für alle, die unsere Kirchengemeinde durch die Mitfeier des Gottesdienstes und durch die Mitarbeit gestalten. Für unsere evangelische Nachbargemeinde, mit der wir unterwegs sind zur Einheit im Glauben.
für alle, die sich um den Glauben bemühen, für alle, die sich vorbereiten auf den Empfang der Sakramente, der Taufe und der Eucharistie, für alle, die sich in dieser Kirche das Ja-Wort geben, für alle, die in der Ehe zusammenleben, für alle, die hier Versöhnung mit Gott suchen. Herr, unser Gott, du willst, dass wir das Leben in Fülle haben. Öffne durch die Sakramente, die Zeichen deiner Nähe, die Augen für Jesus Christus, dem seine Menschlichkeit greifbar geworden ist. Er soll der Weg des Lebens sein für alle Menschen, die sich um Gerechtigkeit und Frieden, um Barmherzigkeit und Versöhnung bemühen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Amen. Beten wir weiter mit den Worten Jesu. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit gewirkt hat, und gib uns die Kraft, dir treu zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.